Gut, dann gehe ich ein bisschen farmen. Vielleicht muss ich das noch ein bisschen leveln, aber das, da kommt ich ja hab's, nichts ich hab's auch nicht gelevelt. Ist ja auch nicht auf Speed oder so. Ah, nee, der steht nicht drauf, richtig. Glaub Echt nicht? Oh, warte. Hä, die glitschen die ganze Zeit durchs Floß. Hm. Guck mal, der ist durchs Floß wieder durchgefallen. Wir müssen mal kurz losfahren, vielleicht stehen die doch drauf. Ich sehe nur so einen kleinen schwarzen Punkt rumheizen, ey. Die sind nicht drauf. Also, wir müssen jetzt einmal hier hinten rechts rum. Nee. Oh, da vorne ist ein Dingens hier, so ein. Oh ja, du bist auf dem High-End schon verfolgt. Ach, ne, so. Warte, ich probiere was anderes. Hier ist noch so einer. Guck mal, hier sind diese komischen Wesen, ich habe den Namen vergessen. Letztens wusste ich es noch. Hallo, wo ist das? Hammer, hey, komm her, ihr Freundchen. Oh, die Edmontos, ey. Ja, ein Kilo ist ja noch voll hier, ich wollte gerade los, der ist noch voll. Du musst sie seitlich draufziehen, Anni, glaube ich. Echt, aber eigentlich. Ja, ansonsten sind die wieder, also die laufen dann durchs Floß nur durch, weißt du, die Dinos. Na, das ist das Problem. Ja. Ich hab die jetzt noch verloren. Alter, Troy. Her hier. Ich treffe nix im Wasser, ey. Hängen die jetzt fest hier im Mombus? Ja. Warte mal. Ah, jetzt hast du sie. Oh, was? So, ihr Süßen. Wenn ihr jetzt nicht draufkommt, bleibt ihr hier. Dann ist mir das egal. Nee. Nee, die bleiben nicht da. Die gehen nicht drauf. Ja, aber die können nicht aufs Floß, Balu. Man kann die nicht aufs Floß stellen. Die Rugopse. Ja, okay. Die bleiben immer hängen. Ja, die gehen unters Floß. Alter, wie viel Leder hier rauskommt. Na, dann müsstest du hinterher gehen. Das ist natürlich doof. 1136 Leder. Komm, wir können das doch nochmal probieren. Pack mal das. Warte mal. Ja, warte mal ganz kurz. Wolltest halt riesig viel hier platt machen? Ja. Ich wollte das Floß mal kurz ein bisschen wegparken. Ich stell die gerade noch Follow ganz nah, dass sie mir direkt folgen. Ja. Das ist ja doof. Ja, gut, ist egal, lass ihn schwimmen. So, jetzt nochmal. Ja. Guck mal. Der eine. Haie und alles. Ach genau, der liebt sich das. Ja, danke für die Info. Ich hab da echt den Namen vergessen. Beim letzten Mal wusste ich es noch, als wir davon angegriffen wurden. Oh, jetzt steckt er in mir. Nee, echt? Okay. Komm raus, ja. So, jetzt der andere noch. Warte, ich fahre noch mal kurz einen Zentimeter. Ja, ich zieh ihn kurz raus, der steckt wieder im Floß, komm. Das Gute ist, man kann ja auch unbemerkt immer von A nach B, ne? Oh, übers Wasser. Was? Ja, ist wirklich so, ne? Einfach tauchen, gut ist. Anni, du fährst? Ich, ja, warte, die Edmontos. Also die schwimmen hinterher, die kommen auch follow mit, ja. Okay. Ja, dann fahr ich. Vielleicht kommen sie lebend an, vielleicht auch nicht, und dann ist es auch egal. Ja. Ach, Mann. Wie viel Lebenspunkte hatten dein, Tierchen? Mittlerweile 8800. Oh, das ist ordentlich. So, die Hälfte. Kurz gucken. Da. Oh, ist dafür nicht so schnell, aber es reicht. Es reicht zum Reisen. Aber hat der Lied sich diesen. Der hat auf jeden Fall Prime Fish Meat gedroppt, aber hat der nicht noch irgendwas anderes gedroppt? Bin mir gar nicht sicher. Also, ich weiß, der Basilo droppt Öl und so ein Krempel, aber der Lied sich das, hat der noch was anderes gedroppt? Ja. Dieses Fleisch, Prime was Fish. Du dem aus dem Rücken holen kannst. Ja, das ist Prime Fish. Prime ja, Fish Meat, aber. Das kann passieren. Das kann aber sein, dass du einfach bloß normales Fischfilet raus. Normalen Fisch da rausholst. Also. Kann er eigentlich was Besonderes? C oder so? Nee. Boah, ich habe immer ganz komische Soundbugs gerade. Der greift halt immer komisch an, der dreht sich so. Ja, das ist eine Angriffsrolle. Sag mal, Anni, hast du auch manchmal den Sound von einem startenden Motorfloß? Also so nee. Ein modernes Floß. Wir sind da, nee. Oder? Ja. Wir müssen einmal rum. Manchmal diesen Motor starten. Wo müssen wir hin? Einmal unten rum, glaube ich. Wo sind wir? Kurz auf Karte. Ja, ihr müsst also die Südküste. Also zu 40. 80-40. Ach so, okay. Alter, das ist viel schnell im Wasser. 80-40. Ja, am besten mal durchstreichen, welche wir schon haben auf dem Zettel. Ja, keine Ahnung. Ah, muss ich mal selber gucken. Ah, 80-40 und 85-35, alles klar. Cool. Wollen wir hier auf Konkurrenz stoßen, Mario? Ich hoffe, ihr seid bewaffnet. Hier ist ein. Ist das ein Floß hier? Nee, ist ein Dings hier. Hier so ein Tausendfüßler. 55-45, achso, ist immer noch der. Artopleurer, meinst du? Artopleurer, genau. Ich habe heute ein Wortfindungsproblem. Ja. Clemens, kannst du den kurz aufschreiben? Jo. Was für ein Problem hast du? Wortfindungsproblem. Was ist denn das da? Was denn? Rechts im Wasser? Ist das schon wieder so ein komisches. Da ist gerade irgendwas gestorben. Ja, einfach. Scheiße. Wie sieht das aus, ey?
Ich glaube, da sind so, weiß ich nicht. So böse Tiere. Ja, deswegen müssen wir ein bisschen weg. Oh, hier müsste der Skorpion irgendwo sein. Fahr nicht zu nah an der Küste an. Da können wir jetzt an Land gehen, oder? Geht gerade nicht, oder? Anders. Nee, da ist ja so dünn hier. Wohin fährst du an? Na, einfach unten durch jetzt. Da sind auf jeden Fall 1000 Skorpione. Okay. Okay, der Dino-Terry ist weg. So. Das ist gut. Alle Tiere, die uns nicht interessieren, sterben. Also ich hoffe, das ist der richtige Weg jetzt, also, weil die Karte ist ja immer so scheiße mit dem Pin. Aber das ist jetzt der Weg unter der Mittelinsel durch, oder? Ja, ich glaube. Also sei denn... Hier drüben. Das stimmt hier nicht. Hoch. Ja, fahr einfach ein paar schon. Hast du schon gefunden? Ja, oh, hier, gerade zu. Wo war der? Ani? Hinter dem Tausendwiesler. Den hast du aufgeschrieben. Ja, dann müssen wir den mal weghauen hier. Warte, Brontorne 6065 war das. Ist gar nicht so weit weg. Ja, wir haben leider ein Tierchen dabei ansonsten. Den Skorpion kann ich weghauen, ne? Alles weghauen hier. Na, doch hier allein los. Nee, lass uns das mal kurz. Ich wollte gerade sagen, bring mal den nach Hause. Weil ich will jetzt nicht mit zwei Rugobs und den zwei Edmontos hinten hier, hier irgendwie lang fahren alleine. Ach, die Edmontos sind auch gleich weg. Ja, und ich dann auch. Och, ich treff den nicht. Was ist denn los? Ach, der greift auch direkt an, ne? Mhm. Ansonsten einfach mit der Armbrust abknallen oder so. Mhm. Oder Pike. Oh shit, der hat mich schon ausgezogen. Ja, dann. Sehr schön. Ach, Karottensamen. Ich brauche Kartoffeln. Aber war eh zu warm hier in der Wüste. 9000 und 9600 Leben jetzt. So, hier drüben auf jeden Fall war der. Was ist das da hier vorne? Mal gucken. Direkt vor mir hier der. Okay. Oh, jetzt kommt der zu mir. Shit. Ich hab auch Gammelfleischzeug dabei. Hm, kannst du mal Wind droppen. Direkt vor die Nase oder so. Wobei, ein Pfeil. Ernsthaft? 3060? Ja, das schreibe ich auf. Okay, super. Ach, der greift dich an. Oh Gott, ist hier irgendwas? Ich höre immer irgendwas brüllen. Ich weiß nicht, ich bin auf dem Desktop, ich schreibe. Aber ja, alles in der Umgebung weg. Wir können den mal ein bisschen jetzt im Wasser locken. Ja, da können wir, haben wir auf jeden Fall unsere Ruhe. Na, ein Edmonto ist noch hinten. Den zweiten sehe ich gerade nicht, aber einer ist tapfer aber und folgt. Es kam keine Todesnachricht, von daher. Oh mein Gott. Ist auch echt egal, du. Och, ich treffe den Skorpion nicht, ey. Ist das ärgerlich. So, was mal auf der frisst jetzt hoffentlich? Nö, auch nicht. Wahrscheinlich frisst er ja gar kein Gammelfleisch oder so. Das weiß also, habe ich aber gelesen gehabt. Ich meine, vielleicht kann man ja alles anpassen, ne? Das ist halt das Problem. Ja, ist etwas schade, dass man diese Notiz nicht einsehen kann hier, ne? Weil da steht immer drin, was man wie tankt. Das ist. Fände ich ja, cool, wenn es das gäbe. Dieses Buch, ne? Ja, genau, ja. Aber solange der Aggro ist, frisst er halt eh nicht, ne? Naja, deswegen gehen wir kurz ins Wasser. Aber der dürfte jetzt ja kein Aggro mehr sein, es sei denn, der greift jetzt hier dieses Waldschaf hier an. So sieht es nämlich auch aus. Ja. Oh, hier sind auch viele von den Viechern, ey. Ich habe auf meinem Tisch keine Zettel mehr, die nicht beidseitig beschrieben sind. Das ist doch ein Albtraum hier gerade. Weil ich wollte mir aufschreiben, was wir jetzt heute alles schon gezähmt haben. Ist das ein Petri da geradezu oder ein Dimorphodon? Dimorphodon. Weiß nicht. Okay, jetzt muss ich gerade gucken. Wo will der denn hin, sag mal? Clemens, wie fahre ich denn jetzt? Greift halt echt das Vieh an. Verlangen, genau. Oh, jetzt gibt's Stress. Das ist der einzige Weg. Da müssen wir ihm helfen, weil sonst ist er tot. Okay, ich pack mal die normalen Pfeile aus. Ach, naja. Tschüss, Edmontos. Viel Spaß beim Planschen. Ja. Warte mal, das Geräusch gerade eben, Clemens, meinst du? Gerade eben habe ich auch was gehört, so ein Scheppern. Ich habe gerade nicht drauf geachtet. Ach so, das okay. Warum sind das denn so viele, Mann? Aber ich glaube mittlerweile, das sind diese komischen Rugopse, die so Metall klingen. Also wie so Motorstarten. Also wie so Motor. Ich treffe die auch nicht, ey. Einmal. Einer. Scheiße. Oh, nee. Ja, ist egal, wir haben die Schildkröte neu unten.
Ich muss kurz ins Wasser. Einfach hier im Ufer lang weiter. Also, was wir heute getamed haben, genau, ein Apato, ein Strike, ein einfach ins Wasser, komm ins Wasser. Genau. Und ein Iguanodon. Genau. Oh Scheiße, machen die Damage. Naja, ins Wasser. Und tauchen. Jetzt schon 8 Punkte, läuft, ey. Schade. Das wäre auch zu schön gewesen. Ja, der Skorpion hätte jetzt echt was gehabt. Mal naja, aber wie gesagt, wir haben noch die Kabanemis hier unten, das ist kein Problem. Ja. Ist vielleicht doch ein bisschen einfacher. Die rennen nicht so blöd rum. Wir müssen sie nur finden. Das 85, ist 30? Die Cabo? Ja, also noch ein Stück, ganzes Stück weiter. Warum hat der vorhin auch die Waldschloss angegriffen? Macht gar keinen Sinn. Ja, aber es ist ein Glacier. So. Das wollen wir gar nicht aufschreiben. Mal wieder, okay. Da fahre ich nicht mehr hoch. Nee, oder oben ist ein Petri. Nee, ist ein Tarpe. Okay. Aber die grabben auch, oder? Ich weiß nicht. Ja, die Tarpe ist, glaube ich, nicht. Selbst wenn du. Ein schöner Heady und der fällt runter. Also. Der Tarpe, ich bin eben die ganze Zeit neben meinem Tarpe rumgelaufen, da ist gar nichts gemacht. Also. Ach, schade. Also wir müssen hier vorne, bevor es... Ne, warte mal, du musst hier rechts hoch, Jero. Ich hab dich gerade gesehen im Wasser. Ich hab nur keine 30, Ahnung. 30, ne? Ja, irgendwo hier muss es sein, aber die Frage ist natürlich, wo. Habt ihr den Floß dabei jetzt, Mario? Ja. Okay. Für den Rückweg. Ja, weil sonst wäre ich ja in einem Vergleich noch rübergefahren mit dem Floß. Dann einfach mal hier vorne ist eine Schildkröte. Das ist er auch, glaube ich, oder? Ja, es ist er hier vorne. So. Glück muss man haben. Also, das Spiel ist mir echt viel zu einfach. Ja, ja, das sagst du jetzt. Pass auf, ey. Irgendwann fliegt irgendwas in unsere Base und frisst Alueas. Mhm. Du weißt, Karma und so. Ein bisschen GT, nein. Bietet sich ja an. Aber die Hitbox von dem Viech ist echt scheiße. Das ist bei dem Kroko hier aber auch irgendwie neuerdings. Keine Ahnung. War früher nicht so rotze. Oh, wir haben ganz schön viel Flint, habe ich gesehen. Das ist ja gut. Ja, wir brauchen auch schon ein bisschen Flint. Clemens, kannst du meinen Stuff mal irgendwie... Ja. Am besten hier in den M3 hinter dir. Ich ja, mach ich das. Streicheln kann. Oder ja. Lol. Und dann schön die Umgebung im Auge behalten. Mhm. Ja, du kannst übrigens auch die Berrybags einfach so hinwerfen. Zwei Ferngläser dabei, Balu. Ja, ich weiß, die... Nee, ich hatte eins. Aber immer nur die Pfeile mit eigentlich, weil das reicht ja. Ja, aber du kannst die notfalls wieder aufsammeln, die normalen, wenn die hinwirfst, ne? Ja. Falls sie irgendwie nicht frisst oder so. Guck mal kurz in die Ecke, nicht, dass da was Böses ankommt oder so. Haben wir keinen Futterdruck hier, oder? Im Haus ist ein Futterdruck. Im Haus ist einer. Ja, so ein knallrotes Triangle. Ach ja, stimmt, ja. Ah ja. Oh, steht da erkannt. Im Wasser. Nein, M2. Ja, der war nicht schnell im Schwimmen, du. Das war etwas ärgerlich. Ja, deswegen da raufsetzen, dann hätte man das erledigen können, ja. Das ist lustig, unser Rucksack glitzert noch. Keine bösen Biester. Noch. So, aber Lou ist jetzt, glaube ich, alles drin. Wir brauchen ein größeres Gehege für die Rare Sightings, Mensch. Das reicht nicht. Na, dann bauen wir. Der Apato hat ja schon den ganzen Platz belegt. Ja, deswegen nehme ich hier mal Chitin mit. Ja. Aber es ist wirklich echt ultra schnell hier mit dem Kroko übers Wasser. Geht ab wie Schmitz' Katze. Warum ist man jetzt eigentlich anders? Clemens, haben die da unten eigentlich noch Futter? Reicht das ran? Die Tiere hier unten? Ja. Ich schau mal. Ob da ein Futtertrog ist oder so? Weil sonst müssen wir einen hinbauen, ne? Ja, aber das ist ja der S+, den wir im Haus haben, oder? Der hat so eine riesen Range, aber... Treffe ich den jetzt oder nicht? Ja, nee, die haben so weit reichen wohl. Echt, ja? Ja. Boah, wie viele hier sind. War das, was hast du eigentlich für ein Viech? Das war kein normales Sarko, ne? Nee, Dino irgendwas. Das Dino Sarkos. Ja, für die Fortbewegungsgeschwindigkeit auf jeden Fall die Sarkos nehmen, die, also, Wahnsinn. Wie schnell die sind. Wird von Käfern, ne, viel fällig gemacht. Von Käfern? Schämlich. So Fliege, ey. Ja, die ganze Totbeißen. Ja, treffe ich ja nicht. Hast du wenigstens einen Schlafsack mit? Nö.
Ich auch nicht. Super. Ey, ihr seid ja beide Profis. Ey, wir sterben einfach nicht. Wir sind damit aus. Ja, ja. Aber wo seid ihr jetzt? 85-30? Ja. Kabu. Okay. Ja. So, wir haben jetzt noch den... Ach nee, der Terry ist tot. Gut, ich habe auf meinem schlauen Zettel nur noch den Velociraptor 7045 und halt die Cabo, die Hiro und Mario jetzt holen. Aber da war vorhin noch irgendwas, Clemens, was du aufgeschrieben hast. Ja, ich habe noch einige. Smoky Uteranos ist 3060, 5545 ist ein Trike. Ich brauche mal Wasser. 5545 Trike. Da habe ich gerade fast schon wieder im Himmel gesehen. Ey. Der guckt so ein bisschen in den Boden reingebackt. Was war das davor? Warum hier, ey, Alter? Smoky Uteranos. Wo ist der? Ist bei 3060. Ich treffe das Ding nicht. Ja, das Problem ist, die Gehege bauen, André, das ist immer ein bisschen schwierig, weil die sind halt echt arschteuer, zumindest die Variante, die wir gebaut haben. So viel Cementing Paste haben wir gar nicht. Wir haben uns das schon vom Mund abgespart. Ja, wobei, eigentlich, wenn man echt mal hier in der Wüste farmen geht, ich habe jetzt schon 1000 und ich habe echt wenig nur eingesammelt. Ja, das Problem ist ja nicht der Chitin, sondern der Stein. Ja. Du brauchst halt erstmal 8 Steine für ein Ding. Wir fahren zu 55-45 den Trike holen. Jo, eine Sekunde. Und dann auch nochmal für die Mauern, ne, Stein. Also, das ist echt nicht billig. Wo soll ich die abgeschnittenen Haare reinpacken? In den Mülleimer. Wo rein? In die Trophäen, alles klar, okay. Oh Gott, diese Vorstellung, ey. Das ist echt. Hiro, du kannst mir aus dem Koko hier ganz an der Schlafsäcke rausnehmen. Und Till, nur wie es jetzt steht, wie viele Rares wir denn jetzt schon gezähmt haben. Also heute allein 4. Ja. Und wir haben ja schon 5. Das heißt, wir haben jetzt insgesamt 9 Rare-Sightings und somit 18 Punkte. Die sind jetzt gerade auch alles safe in der Base. Oh, scheiße, was mache ich da? Alter Schwede. Was hast du denn gemacht? Da habe ich mich aus Versehen gesprungen. Von der Klippe, oder was? Ja, ja. Aber ich komme bestimmt wieder hoch irgendwie. Also du willst jetzt Strikey holen, Arnie? Ja, 55. Ja, komm, dann geh mal. Dann kannst du gleich unten weitermachen. Lass uns mal wieder ein Edmonto mitnehmen. Echt? Ja, warum nicht? Einfach, weißt du? Ich bin lieber zu Fuß unterwegs, sei ganz ehrlich. Nee, ich nehme mir ein Edmonto mit. Ja, mach das. Ja, das Schlimme ist, ich habe nur das Gefühl, dass die Carbo nämlich ja gleich von der Klippe springt. So, ich ruf mal eben mein Beast. Oh nein, oh Gott, nein, oh mein Gott. Du schiebst alles runter, nein. Hiro, was machst du denn? Ja, ich bin auf dem Floß, Anni. Jo. Ist übrigens lustig, weil 3060, hast du ja gesagt, ist der Uteranos. Das ist direkt dort, wo jetzt auch noch ein Glacier-Dings ist. Ja, ich sehe es. Oh Mann. So, kurz hier. Ich schwimme mal wieder an Land kurz. Und ist mal 55. 55, 45. Keine Ahnung, ob der Trike sauer wird, wenn ich ihm die Bärentasche klaue. Der kann also von mir aus fressen. Ich habe leider nicht so viel aufgedeckt, aber... Ich steuere jetzt ein bisschen näher ran, Anni, da kommst du leichter. Ja. Kommst du leichter hoch hier. Super. Ach, Balu, mach die Produktionskette weiter. Also ich kann hinfahren, wenn du willst. Ich kann steuern. Was denn? Auch steuern. Weil ich habe ja eine komplett aufgedeckte Karte. Die Produktionskette, die ich angefangen habe. Oh mein Gott, das kommt da. Ja, aber ich fahre kurz auf Passiv. Ja. Nicht, dass F2 runterspringt. Ne, und dann. Da kommt was. Dilo, ich hab mich gerade erschrocken, ey. Oh, ich häng fest. Oh nee. Scheiße, aber wenn ich jetzt überlege, die würden mich... Ich packe mal ein paar Bärendings rein. Ja, ich muss mal zum Wasser runter. Oh, jetzt. Ja, der Monto stand im Floß. Achso, ja. Warte auf, wie gesagt, muss ja auch streicheln und füttern. Kannst du mal absteigen? So. Jo. Okay. Der macht sich immer breit, der Edmonto hier. Du passt ja auf deinen letzten Slot dann, ne? Genau, einfach dann 0 drücken zum Hinpacken. Tiere auf dem Floß ist einfach ein Grauen hier im Spiel. Ja, wir sollten, also vielleicht, mal, wir sollten vielleicht mal fragen, ob wir irgendwie zumindest Foundations aufs Boot bauen können, weil das ist echt eine Katastrophe. Nee, ja, wollte ich schon das letzte Mal fragen, hab mich aber nicht getraut irgendwie. Clemens, wir laufen übrigens dorthin, ne? Also nee, hatte ich doch bei den ersten gefragt und da wurde es denied. Ja. Was, echt? Keine Fundamente aufs Floß? Ja, du musst das nur vernünftig begründen. Ich meine, meine 1 reicht ja schon. Einfach nur, um ein Tier draufzustellen, sodass er halt nicht ins Floß reinbacken kann, ne? Weil das ist ein bisschen krätzig. Ja, ja eben, denn du musst ja so oder so übers Wasser und es geht dann immer nicht anders ohne Floß. Ja, genau. Und wenn, ich habe ja vorhin auch das Problem gehabt, dass ich überhaupt nicht fahren konnte, weil ich jedes Mal an jedem Meter hängen geblieben bin am Rex.
Ja, das kenne ich. Diese Suchu, was auch immer, bomben die nur noch mal ein Fleisch, oder? Oh, was? Was war das denn? Das war ein Motorrad im Wohnzimmer. Ach so. Was ist hier los auf einmal? Das war ein Sarko. Hells Angels wieder unterwegs. Geil. Die Rockerbanden wieder am Start. Ich hatte ein Geschenk fallen lassen. Hast du aufgehoben? Nee, hab ich gar nicht gesehen. Irgendwo stand es gerade da. Oh, da ist ein Spino. Ich muss den mal kurz parken. Hier vorne. Wahrscheinlich wieder irgendwelche Bären oder so. Was ist denn das hier? Das war an der Südküste langfahren. Was, an der Südküste? Ich wäre sonst hier einfach rangefahren und wir hätten. Also, wir wären gelaufen, weil ich wollte laufen, eigentlich. Ich weiß halt nicht, wie weit die Insel noch im Süden runtergeht. Ich habe die halt nicht aufgedeckt. Aber. Ja, Clemens, mach so dir mal die Karte irgendwo auf hier. Im Netz, so. Damit du das siehst. Ja, hatte ich ja immer sonst. Dann gehen wir mal wieder zurück, oder? So, die Cabo schreibe ich mir noch nicht auf, ihr seid noch nicht zu Hause. So. Und der Trike, der wird wahrscheinlich dann wieder im Chat stehen, dass er gestorben ist hier irgendwo. Na, der ist ja noch nicht gezähmt. Ja, gut. Na, Anni, ich glaube, du hast recht. Ja, wir legen jetzt hier an, geradezu. Deswegen wäre halt ein Tier für dich auch ganz cool gewesen. Ach, Quatsch. Das passt, Anni, keine Sorge. So, ich baue schon mal einen Floß hin. Okay. Bauen die Fisch? Mit dem Tier bin ich noch viel, wahrscheinlich, ja. Dann stelle ich das Krokodil oder fährst du? Aber wir haben keinen Fisch oder Prime Fish, oder? Vom Jos kannst du fahren, wenn du willst. Also ich stelle das Krokodil auch passiv, normal. Ne? Ja, habe ich. Ja. Oder hat Mario nicht so ein Ichti-Dings kaputt gemacht mit einem Prime Fish? Können wir noch machen. Vorsicht, das ist ein Giga. Oh, da ist noch einer. Dann oh, zwei. Scheiße. Das ist gefährlich. Mhm. Hier vor der Base noch so ein 135er Baryonyx-Verschnitt. Hier oh, Sacho, was auch immer. Ich hole mir jetzt den anderen da, den Caposurus. Gibt's Climbing Hooks hier im Spiel? Nee. Oh, da ist noch ein Giga, Anni. Alter. Ich hoffe, die passt auf. Oh Gott, die Range auf Low stellen hier. Ey, wir kommen hier nirgendwo lang. Ja, in der Mitte müssten wir eigentlich hoch, aber das ist echt gefährlich. Also für dich, nicht für mich. Doch, für dich auch. Ach, ich sterb nicht. Nee, komm nicht drauf. Okay, ich renn mal kurz hin und gucke, ob ich den da irgendwo sehe, ja. Oder? Ja, ich versuch hier lang. Wir fahren dann auch rechts rum, weil hier vorne sind keine also könnten Liedsichtig sein, aber die sind halt nicht so nah dran. Ja, rechts ist ja auch kürzer jetzt, ne? Oh, dieser Kanu da. Boah, ist hier viel. Das ist alles garstig. Ich hab also, ein bisschen Leben. Ah, ne, Ziegel gefunden. Ich dachte gerade, hier wären scharf. Das ach schade, das ist keine, nicht so eine Mutation. Weil es gibt auch richtig geile mit Geweih und so, ne? Da haben wir da letztens die Horned Cabernemis. Ja, mit dem Horn Hörnern, ne? Ach, die, ja. Die war cool. Die Teufelsschildkröte. Och, Schildkröte. Das reicht immer noch nicht, oder was? Nee. Warte, vielleicht hier auf der linken Seite noch? Das ist ein bisschen. Ah, nee, ich hab einen anderen Weg hochgefunden übrigens. Nee. Ja, okay, das ist super. Dann treffen wir uns 55-45. Echt? Du bist bei dir jetzt durchgekommen? Ja, klar, doch. Das ich ging dachte, eigentlich ganz gut. Da wird man die Polen. Ach, da ist nur ein Iguanodon. Boah, ich dachte, da steht ein Giga im Weg, ey. Ich muss erst mal gucken, ob das wirklich hier oben im Gebüsch ist. 55. So. 55. Da hat die auch alle so brüllen hier, die Viecher, ne? Da kriegst du ja echt Zustände manchmal. Oh, das Schlimme wird nur, sollten wir den hier finden. Na, Hose kriegen. Wie wir den nach unten kriegen, ey. Das muss jetzt passen. Ja, geht doch. Oh. Boah, ich hab grad einen riesen Terrorbird hier gesehen. Oh. Alter Falter. Ich schwimm vorne weg. Und André, nee, es ist generell nicht erlaubt, unterwegs Fundamente zu bauen. Es darf unterwegs nichts gebaut werden, außer ein Lagerfeuer oder ein Schlafsack. Also man verstößt wirklich hier gegen die Regeln, wenn man ein Fundament unterwegs baut. Das gibt auch Punktabzug. Es gibt Punktabzug und das wollen wir jetzt natürlich nicht riskieren. Der Spectator sieht alles. Der sieht alles. Der sieht alles. Außerdem haben wir es gar nicht nötig. Eben. Wir machen das einfach so. Ich bin schon so weit. Hat man ja in der letzten Stunde gesehen, was wir alle schaffen können. Ja, eben. Ja, können, ne? Das scheitert nur am Wollen. Ja. Nicht am Wenn können. Wir cheaten, machen wir das nur, um Punktabzug zu kriegen, damit die anderen auch eine Chance haben. Oh nein. Clemens, stirbst du?
Ich hab grad ein Rudel Mikroraptoren gefunden. Oh nee. Ein Rudel? Ja, das sind 3 oder 4 hinter mir. Ja, viel Spaß. Einfach dran vorbei. Dran so ein vorbei, Hai hier vorne. Hai und Schildkröten hier vorne. Ist ja auch passiv, die Schildi? Hab ich jetzt nicht nachgeguckt. Das solltest du machen. Ich mach das mal schnell. Mein Wuschelis bin ich losgeworden. Ich bin eingestellt. Okay, also ich bin eigentlich an der Stelle, der muss hier irgendwo sein. Vielleicht ist er auch am Strand. Alles passiv. Ist passiv jetzt, ja, ne? Jupp. Okay. Da vorne schwimmt ein Basilo. Ganz viel Mantas. Also ich sehe hier einige Trikes, aber leider nicht den richtigen. Ja, ist halt die Frage wegen dem Level, ne? Ja, ja. Das Problem ist halt, ich weiß noch nicht, ob der nix oben ist. Nee, hier sollte nichts passieren. Ich bin nur unter Wasser. Ich sehe ja alles. Oh, krass. Ich finde es aber cool mit dem Geleitschutz hier unter Wasser, so die U-Boot-Fraktion quasi. Bist du das hier? Problem ist halt, dass wir uns treffen. Ne? Und danke, Overlord, fürs Folgen. Willkommen in der Crew. Crew. Der Crew. Crew. Captain Hero und seine Crew. Genau. Guck mal, dass du ein bisschen am Ufer bleibst, weil dort an der Stelle, also es ist schon tiefes Wasser. Da können die Lead-Sichtis halt hin. Oh, da hinten ist ein Giga an ihn, 100er, pass auf. Ja. Oh Mann, ey, ich weiß halt nicht, ob der Trike wirklich hier oben rumrennt, ne? Oder ob der nicht am Strand ist. Oh, da ist ein Draco-Rex. Da pass ich lieber auf. Die Kentros sind aggressiv, oder? Ja. Okay, dann gehe ich da auch nicht kuscheln. Aber der muss doch hier oben rumkreuchen. Eigentlich schon. Und nochmal auf die Kardi-Spingse. 55, 55. Jo. Das ist eigentlich hier in die Richtung. Ist das hier vorne? Ja, Scheiße, Kaprosu- dieser Giga kommt immer her. Nein, oh. Kaprosuchos. Oh, shit. Der hat mich gepackt. Der hat dich aber mies angesprungen. Soll ich vorbeifahren einfach, oder? Kriegst du den platt? Soll ich absteigen, mitmachen? Oh, ui. Ui. Kein Problem für Mario. Alles dauern. Der hängt da im Wasser und hackt da drauf rum, ey. Ui. Oh, was ist denn da rechts los, ey? Was ist das hier? Ja, wir sollten ein Stück weiter links fahren. Wir können auch nichts hier, oder? Muss auch kurz gucken, ob ich einen Terrorbird kaputt kriege. Hä? So. Ja. Ist gar kein Terrorbird, war ein Brontor. Sollen wir jetzt schon mal Anni? Rüber? Ja? Oder? Anni, ja. Hier sind gegnerische Spieler. Echt? Also ernsthaft, ja. Die zähmen gerade den Trike. Echt? Oh Gott. Ich schieß mal den Trike an, mach weil dann verliert er seinen Zustand. Aber hoffentlich seid ihr nicht in der Nähe von der Basis. Nee, ich sehe keine Basis. Sieht man hier nicht. Hier. Ist hier nicht. Okay. Vielleicht merken die das ja auch nicht, dass da einer drauf schießt. Ja, ich habe keinen Hitmarker. Clemens, okay, wo warst du circa? Ich bin Richtung Strand, Anni. Bist du runtergesprungen? Ich bin auf irgendwelchen Klippen. Ich lieg hier auf Klippen. Mehr kann ich dir nicht sagen. Okay. Ich muss mich gerade ein bisschen Concentration hier. Action.